Hallo Leute, ja, wir sind unterwegs zum Ausrüstungsdocks. Den weiten Weg habe ich schon übersprungen und ja, da wollen wir gleich mal gucken, was da gibt. Ne? Wir sehen da oben das gelbe oder orange Dreieck. Das sagt uns schon wieder, dass wir schon wieder schwächer geworden sind. Hatten wir, glaube ich, letztens nicht. Ist jetzt erst unterwegs passiert. Okay, hier schaut's Logo und dann sind wir bestimmt auch gleich da. Okay, so schnell ging es dann doch nicht. Wir sind noch am Fliegen, aber wird werden. So. Zwischenzeitlich sind auch Lieferungen eingetroffen, die ich dann vom Händler gekriegt habe, zum Beispiel das Geld oder sowas. War nicht viel, 36.000, aber war auch ein bisschen was. Besser als gar nichts, ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier docken und dann schauen wir mal, was die hier so haben. So, dann schauen wir mal Ausrüstung handeln. Waffen, Sonderangebot, Naonit, Dreifach, Plasma-Geschützturm. Ah, nee, der ist es jetzt nicht. Der Titan hier ist es auch nicht. Ja, die haben wir nichts, ne? Also nichts Gutes, nicht richtig Gutes. Noble Railgun. Aus Naonit auch. Ja, ich glaube, das können wir stecken lassen. Das ist jetzt hier nicht. Aber Besatzungen wurden gezahlt, okay. Was haben wir hier noch? Sonderangebot, Scanner Booster. Plus 84 Zivilschutzkontrollsystem. Unbewaffnete Reihe dazu. Bergbausysteme. Die sind aus Xanion. Das heißt, das sind für uns gute Bergbausysteme. Vielleicht sollten wir die kaufen. Eins können wir uns leisten. Ja, mal gucken, was wir verkaufen könnten. Nix. So, hier gibt es noch ein paar Seiten mehr, ne? Super Duo Mörser. Gucken wir erstmal nach den Transportlizenz für Gefahrgüter. Okay, vielleicht sollen wir die mal eintauschen, ne? Quadrantengrad Autogeschützkontrollsystem, das wollten wir noch behalten. Na, das Airpower ist Gelangzeit Railgun. Ja, das ist kein schlechtes Ding, ne? Das ist auch gut. Pulskanonengeschützturm, das kann verkauft werden. F-Duo aufbereitender Ausgräber. Ist das ein Bergbauleser? Bergbau, Leute, ja. Aber ist kein R, oder? Material ist Ogonit, der ist allerdings dafür wieder gut, aber dann müssten, naja, das bringt uns auch nicht weiter. Weil dieser hier, der ist ja gleichzeitig mit, ne? Zerlegt Stein in Erze und der zerlegt nicht Stein in Erze, oder? Veredelt Stein beim Abbau zu Ressourcen. Also doch, oder? Dann lassen wir den lieber. Distanz Doppellaser, 100er. Ich glaube, den können wir schon mal wegkicken. Haben wir bei weitem bessere hier, ne? Profikanone. Kriegt ihr auch weg. Zweimal sogar. Power-Vierfachkanone. Ist auch nicht so der Bringer. Das sind schon ganz gute Werte, die wir jetzt hier haben, oder? So, Quadrantenkarte. Regenerierender Schildbooster. Ich schätze mal, den werde ich nie benutzen. Weg. Bergbau Subsystem Plus aus Xanion. Das haben wir ja gekauft, glaube ich. Ne? Anti-Geschützturm-Slots. Auto-Geschützturm-Slots, okay. Tech. Nobel-Reparaturlaser. Brauche ich nicht. Präzisions-Dreifach-Auslöscher. Ogonit, gute Waffe eigentlich. Schadenstyp für. Schaden 1902. Habe ich im DPS immer geguckt. Und hier ist jetzt Schaden. Oh. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches verkauft. Aber der erscheint ja richtig gut zu sein hier, ne? 1114 und 1902. Wieso haben wir den nicht eingebaut? Ging das nicht? Okay, da müssen wir nochmal gucken.
Xanion. 12,8. Was ist denn das? Aufbereitender Butler. Fähle Stein, okay, geht. Super Doppelenergetisierer. DPS Schaden, okay, der ist auch nicht schlecht. Oh, der ist ja noch hier viel besser. Warum habe ich den nicht eingebaut? Oder haben wir die erst gerade gekauft? Könnte auch sein, ne? Eco-Energie-Sierer. Nobel-Doppelverbrenner. Ich glaube, den können wir aber wegschmeißen. Auslöschungsquad. Sprayer TB. Weg. Präzisionsmaschinengeschützturm. Schaden 16 DPS 100 sagen, der kann auch weg. Ich glaube, so ein Part haben wir ja Schrott gekauft, ne? Ich glaube, der ist ganz gut hier. Den lassen wir mal auch. Mal 4 sogar, okay. Das geht hier auch. Der geht auch. Distanzbolter. Ich glaube, der kann weg, oder? Feuerstoß. Ja. Lass mal da. Titan. Der ist aber über. Warum gibt es da so viele von? Detektor, Subsystem. Aufspürreichweite Sektor. Wiederaufladezeit 40 Sekunden. Beanspruchte Asteroiden, Flugschreiber, Schätze. Findet der, okay. Markierungsreichweite 60, fast 60 Kilometer. Den behalten wir besser. Scannerbooster. Erhöht die Distanz, aus der die Fracht exakt HP exakt anderer Schiffe siehst. Werde ich nie benutzen, denke ich. Weg damit. Der Erdbergbauer hier, der ist ganz gut, denke ich. Bolter Geschützturm, Schaden 12 DPS, ja, brauchen wir auch nicht. So, und dann kommen nur rote Sachen. Das sind ja Dingens, Rekonstruktionsmarken. Das ist alles so, Fraktionstorkarten-Update. Das sollte man vielleicht mal alles einsetzen. Aber nicht hier verkaufen. Feuerstoß, Pulsgeschützturm. Feuerstoß, Pulsgeschütz, so. Das ist auch nichts wert, ne? Da haben wir bessere in anderen Farben. Obwohl es exotisch ist. Ich sehe jetzt nicht, dass da irgendwas Gutes dran ist. Kann also weg. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Geld zusammen. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Ne, warte, hier waren wir, ne? Zuletzt das Geschützkontrollsystem. Unbewaffnet, unbewaffnet, defensiv, Autogeschützturm, Slot 2. Nee. Mineur, Klasse XA, Bergbau, Subsysteme Plus. Und das ist Xaunit. Das ist jetzt das Richtige. Ich glaube, 1. Ja, müssen wir nur dann entsprechend einbauen. Ne? Hoffentlich denken wir da dran. Ne? So, ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts. Wir können allerdings mal gerade gucken, was wir hier eingebaut haben. Ne? Ich sehe da so ein paar kleine, mickrige Waffen. So muss man draufbleiben. Ne? Distanz-Doppelshooter. Der kann doch auch nichts. Und der da? Der kann auch nichts. Komisch, dass hier sowas Schlechtes eingebaut ist. Dass ich das noch nicht geändert habe. Dieser geht tatsächlich sogar ein bisschen, obwohl 13 Schaden ist nichts Besonderes. Weg. Weg. Wieso steht hier eine 2? Hier, das ist doch ein tolles Ding.
Was brauchen wir für einen Stein darunter? Obonit. Wie viele Slots hat der? 5. Wie viel hat das Schiff? Kann ich das hier irgendwo sehen? Bestimmt, aber ich finde es da. Freie belegte Geschütze. Also der mit 5 geht nicht, nur mit 4 geht. Der hat 4. Material. Auch Ogonit. Da müssen wir da erst eine Basis für bauen. Zwei Kanoniere kommen dazu. Wo sehe ich denn jetzt hier Beschleunigung? Hier steht jetzt nichts, wie viele Leute hier sind, ne? Komm, wir machen das mit den Quartieren hier. Mach mal größer. Warte, wir können ja. Ach, das sind mehrere Streifen, okay. Nee, das bringt uns dann nichts. Dann mach den mal gerade. So. Aber so ist es nicht groß, passend groß. Nee, irgendwie passt das nicht. Das Teil, was wir da haben, ist anders. Aber wir machen es jetzt so. Okay, und dann war der das, der da drauf muss, ne? Und der geht auch. Und jetzt ist auch hier oben kein rotes Zeichen mehr. Passt. Der hat Wumme. Gut, das heißt, da sind wir erstmal fertig. Da waren wir einkaufen, das reicht. Aber es gab gleich im Nachbarsektor auch noch einen Dingens. Da fliegen wir jetzt hin. Komm, machen wir so. Das geht schneller wie zu irgendeinem Tor erst fliegen, glaube. Laden wir den Hyperraum und springen in den nächsten Sektor, ne? Und gucken, was da noch gibt. Wahrscheinlich haben wir aber kein Geld. Ah, 447.000 geht noch, ne? Wie, was ist das hier? Ach so, Slot 1 für beliebige Geschütztürme. Also hätte ich 5 doch machen können, oder was? Ha, das weiß ich jetzt nicht. Dann lass uns das noch mal gerade checken. Das will ich doch jetzt wissen. Den entfernen wir. Und der geht dann auch. Der geht dann auch. Krass, das Ding, oder? Ich weiß nur nicht, wo er hinschießt. So wie er eingebaut ist. Könnte schwierig werden, oder? Ich weiß nicht, wie weit die Kanone drehen kann. Vielleicht hätten wir diese Platte doch anders bauen müssen. Lass uns das mal gerade drehen. So machen. Nochmal entfernen. Nochmal nehmen und. Ach, das kann ich aber abmachen, ne? Ja. So geht, oder? Fliegende Kanone. Okay, wir wollten noch zum weiteren, sag schon, Ausrüstungsdock da unten. Da ist es. Dann da mal kurz hin und gucken, was die so haben, oder? Sehen wir dann, was es da gibt. Aber ich glaube, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.